So, willkommen zurück bei einer neuen Folge Mo, Anna und Marv in Gefahr. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Tabak, den wir für euch testen werden. Wir haben auch schon eine alte Pfeife bereitgestellt. Wir haben eine Kotztüte parat gelegt. Heute rauchen wir den guten Bonsche im Flavor Salami. Aber das habt ihr ja bestimmt eh schon am Titel gesehen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ein Näschen. Vorzüglich. Riechst du mal? Boah, ich riech's schon bis hier, ne? Das ist schon nicht laut. Ich riech's, ich wusste gar nicht mehr, weil ich riech's eh schon bis hier. Boah, der geht auch nicht mal aus der Nase weg, oder? Das riecht, als ob du vor den Sommerferien von deiner Mama eine Beefy mit in die Schule gegeben hast. Du hast die angebissen, wieder in deine Brotdose gelegt und hast diese Brotdose in deinen Rucksack. Dann waren 6 Wochen Sommerferien, dein Schulranzen stand irgendwo in der Sonne rum. Du machst nach den Sommerferien diese Brotdose auf und genauso riecht dieser Tabak. Dann lege ich mal Kohle. Ja, das heißt, ich muss den Kopf bauen, oder was? Ja. Also, wir bauen das Ganze natürlich auch passend im Bonsche Funnel, der übrigens sehr, sehr schön ist. So, Schnitt ist sogar ein Zigarrenblend. Boah, das hat so ein bisschen was von Hundenassfutter. Ja. What the fuck? Nee. Das wird immer intensiver. Ja, nee, also schwierig. Das reicht aber auch gerade für den einen Kopf, ne? Ja, komm, dann kann man ja den Rest jetzt auch noch rauskratzen. Ja. So, Köpfchen ist ready. Ja, ich freue mich. Da kam gerade ein Windstoß vom Fenster und hat mir die ganze Scheiße nochmal schön in die Nase gewedelt. Ja, dafür trägt es jetzt hoffentlich weg. Ja, direkt mal, wie viel haben wir? Welche alle Kohle? Drauf. Ab geht's. 4 drauf. Muss schnell gehen. Okay, Leute. It is time. Boah, ich hab wirklich keinen Bock, ne? Muss nicht als erstes anziehen. Ich auch nicht. Ich hab mich schon mal reingezogen. Hast du nicht dieses Teil zum Anziehen? Nee. Du kannst ja einmal ziehen und bevor es zu dir kommt, puste. Ja, jetzt wieder ziehen. Kurz und intensiv, aber wirklich nur kurz. Und pusten. Oh, er zieht durch. Boah, allein der Rauch. Oh, ich will nicht ziehen, Mann. Ich will nicht ziehen. Nee, ich hab gerade überlegt, noch ein zweites Mal zu ziehen, aber nee. Bei mir kickt auch direkt Kopfschmerzen rein. Warum machen wir so eine Scheiße, Alter? Ich weiß es nicht. Boah, der Geschmack geht auch einfach aber nicht weg. Aber Mo, es sind immerhin 1000 Zuschauer am Start. Der Geschmack geht einfach nicht weg. War er denn angenehm zu rauchen vom Tabak her? Oder keine Chance daran zu denken? Ja, selbe Spiel wie bei dem Chili-Tabak. Du willst ziehen, aber dein Körper denkt so. Dein sagt einfach so, Digga, was machst du da? Lass ja, doch safe. Einfach, das zwingt dich doch keiner. Wenn du so weitermachst, zieh ich nicht. Ey, was war denn das für ein Zug? Kannst du aufhören zu sabbern? Das ist noch widerlich. Digga, guck dir mal meine Augen an. Einfach am Heulen. Ich finde den auch viel, viel schlimmer als der Chili. Das also ist das absolut, mit geisteskrankem Abstand, das absolut widerlichste, was ich jemals geraucht habe. Zu 100%. Du nimmst jetzt aber einen gescheiten Zug, ne? Auf gar keinen Fall. Und nicht so auf halbem Wege. Ja, ich konnte nicht mehr, Digga. Was packst du mich denn hier an? Okay. Ich habe nicht mal richtig gezogen. Hast du was geschmeckt? Ja. Ja. Boah, allein der Geruch in diesem Raum, ne? Ich kann das nicht mehr. Nachdem ich das jetzt geschmeckt habe, kann ich das nicht mehr. So schlimm ist das gar nicht. Ja, aber dann rauch mal weiter. Wenn du ziehst, dann geht's voll. Beim Ausatmen kickt. Aber ich habe zu lang rumgeheult. Der war so heiß, als ich den gezogen habe. Ja, dann müsst ihr jetzt nochmal. Nee. Der ist jetzt gar nicht mehr so warm. Ich hab den Digga, gut wenn ich da nochmal dran ziehe, reihe du ich musst hier noch alles mal. Voll. Nein. Doch? Nein. Anna, du musst noch ja, mal. Anna, du musst wirklich. Ja, du musst wirklich. bei dir war es gar nicht so schlimm. Wenn du nochmal ziehst, zieh ich auch nochmal. Gescheiten Zug und Ringe. Das ist sowas von mit Abstand ist ekelhaft. Also wirklich WTO. Ja, safe. Doch, für mich auch mit Abstand das Widerlichste. Und der in Russland, der war auch bei weitem nicht so krass wie der. Ich frag mich echt, ob es Leute gibt, die das feiern. Julian hatte geschrieben, als die den geraucht hatten, hat den, ich weiß nicht, ob es der Bruder war oder ein Kollege, hat den wirklich tot geraucht. Der konnte den einfach wegziehen. Nee, also wirklich.
Aber ich zähle noch einmal. Vorhin, Julian hat gesagt, mehr als drei Züge ging nicht. Du willst Julian schlagen. War doch gar nicht so schwer. Du willst wirklich noch den vierten voll machen, oder was? Na klar. Na klar. Boah, ist eigentlich gut, wenn hier so viel frische Luft reinkommt, ne? Hat halt minus 800 Grad draußen, passt schon. Besser als... Boah, ich leide so mit, wenn ich Moda husten sehe, ne? Digga, du bist auch wirklich geisteskrank, ne? Ich schwöre, das ist kaputt. Einfach kaputt. Nach dem fünften Mal ist es gar nicht mehr so schlimm. Okay, das war Mo, Anna und Marv in Gefahr mit dem wunderschönen Salami-Tabak. Wenn das keinen Daumen nach oben oder Abo verdient hat, dann weiß ich nicht, seid ihr hoffnungslos verloren und wir ebenfalls.